Servus, grüßt euch YouTube und LinkedIn. Heute geht es um so einen Rinnenablauf oder so einen Wasserablauf, also einen Schlitz in der Bodenplatte. Wie wir den erstellen, geht ziemlich einfach. Dazu könnt ihr einfach in den Ingenieurbau oder Architektur Rohbau gehen. Bei der Decke gibt es in dem Flyout ein Aussparungssymbol. Ja. Und mit dem können wir das Ganze eigentlich erstellen. Da ich aber natürlich gewieft bin, nutze ich natürlich die CS Buddies Ingenieurbau und hole mir da die Öffnungen raus. Ich zoome mit meiner rechten Maustaste, also gedrückter rechter Maustaste, einfach mal auf die Öffnungen hin und habe jetzt hier die Möglichkeit, zwischen vier verschiedenen Schlitzen zu wählen. Was hat das auf sich? Ich zeige einfach mal, was sich verändert. Ich glaube, ich deaktiviere mal meinen Kopf. Aber wenn ich den deaktiviere, müsst ihr natürlich liken, teilen und kommentieren. Ansonsten macht doch endlich mal einen YouTube-Account über Gmail und unterstützt mich. Hallöchen, Popöchen. So, jetzt geht's los. Wir schauen in die Layer rein. Ich lade mir mal die Layer Variante 1 für Boden und Deckendurchbrüche 1 und sehe jetzt hier Schattierung und gestrichelt, und das kann ich für die Planzusammenstellung nutzen bei diesen Layern. Aber ich kann das Ganze natürlich auch drehen in der Variante 2. Auf einmal ist hier alles gestrichelt und hier alles grau. Nützt mir jetzt in der Bodenplatte eigentlich eher weniger. Deswegen nehme ich einfach meinen Standard und sage, okay, ich will einfach den Bodenschlitz hier haben. Top. Einige von euch wollen bestimmt wissen, wann die Buddies veröffentlicht werden. Da gibt es einen Link in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren. Dort klickt ihr einfach drauf und dann könnt ihr euch anmelden. Dann schreibe ich euch persönlich, sobald es weitere Informationen über Kosten, Webinar und Veröffentlichung gibt. Also gleich mal eintragen. Rechtsklick, dann fragt mich Alpan, in welche Decke oder Platte möchte ich das Ganze denn einfügen. Einmal anklicken, wunderbar. Jetzt habe ich das Ganze gedreht, weil ich möchte nämlich, sobald ich in die Eigenschaften schaue, sehe ich das, dass die lange Seite unter dem Attribut Länge herauskommt und die Breite ist die schmälere Seite. So, bei der Länge, das brauchen wir noch nicht ausfüllen. Die Breite, die müssen wir allerdings ausfüllen. Sagen wir mal, unser Ding ist 0,35 breit. Und jetzt stellen wir noch die Höhe ein. Ich belasse mal die Höhe noch falsch. Das heißt, ich nehme Oberkante einfach an und sagt 8 cm wollen wir nach unten, passt, einfügen halt, und den Drehwinkel auch noch von 90 Grad. So, jetzt setze ich das alles hier mal ab und kann natürlich Punkte modifizieren, verwenden. Ich habe das auf dem Shortcut P, eine absolute Empfehlung, denn Punkt modifizieren ist einer der häufigsten Funktionen, die man verwendet. Wenn ich jetzt Punkte modifizieren würde und ziehe das Ganze hier drüber, dann habe ich drei Punkte. Das ist natürlich falsch, weil wenn ich das Ganze jetzt hier so verschiebe, dann habe ich die Bodenplatte mit verändert. Also nochmal STRG Z, also rückgängig machen. Ich drücke nochmal auf meine Taste P, rechtsklick, dass die Zoomen-Funktion aktiviert wird, nimm den oberen Punkt, nimm den unteren Punkt, rechtsklick, Punkti hier rein und fertig. Und das Ganze kann ich jetzt einfach hier wieder Punkt modifizieren. Hier kann ich beide gleichzeitig auf einmal nehmen. Klick von hier, Rechtsklick, Y fest und schon wird das Ganze eingerastet. Ich klicke bis hierhin und schon habe ich meine Rinne. Aber eines ist noch verkehrt, das zeige ich euch im Schnitt. Wir haben jetzt in der Unterseite das Ganze etwas schräg. Warum? Also wir müssen uns das so vorstellen, wir haben eingestellt von der Höhe, dass oben soll sich nach der Ebene richten. Und da wir in diesem Fall ein Ebenenpaar eingelegt haben, ist die obere Ebene einfach der Verlauf. Ich kann das diese Überbleibsel hier entfernen. Und von hier wird überall 8 cm abgenommen und dann haben wir hier diese kleine Schmiege. Gut, sieht man vielleicht im Plan gar nicht. Aber wir wollen es trotzdem korrekt modellieren, oder? Und wir haben hier die Oberkante von der Bodenplatte, soll dann 2,58 sein. Und jetzt gehen wir einfach in die Deckenaussparung mit Doppelklick rein, gehen jetzt in die Höhe, holen uns die Höhe absolut und dann gehen wir auf minus 2,58. Einmal OK und bestätigen. Und jetzt haben wir das Ganze gerade gestaltet. Ja, zack, zack, zack. Und jetzt noch eine kleine Anpassung zu meinem Schlitzbeschriftung. Jetzt habe ich hier 8,4 als Tiefe, weil die 8,4 wird wahrscheinlich hier entstanden sein und nicht in der Mitte. Das gibt mir eigentlich ja nicht so an. Jetzt gehe ich einfach her und mache einen Doppelklick auf diese Beschriftung.
auf meinen Smartpart. Ich kann das Ganze natürlich größer oder kleiner noch einstellen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, die Textgröße soll etwas größer sein, machen wir 250 draus. Ich setze das Ganze ungefähr in die Mitte hier rein. Hier machen wir Bodenschlitz und hier die Beschriftung. Allerdings in der Beschriftung möchte ich noch etwas ändern. Ich möchte nämlich, dass die Z-Achse gar nicht angezeigt wird. Schließe ich das Ganze. Jetzt habe ich 35,0 auf 635,0. Finde ich auch noch nicht so prickelnd. Ich gehe nochmal rein und sage 0 Stellen nach dem Komma. Und vielleicht nehme ich sogar Textfüllfläche und dann kann ich das Ganze sogar hier reinsetzen. Ja, ich kann auch hier den Text. Ich könnte jetzt auch noch linksbündig, rechtsbündig und so weiter und so fort einstellen. Aber so gefällt mir das Ganze. Und ich schließe es. Und habe jetzt hier BS 35 bis 635. Der Schlitz ist drin. Ihr dürft jetzt liken, um dieses Video zu verbreiten. Servus. Ciao, euer Peter. Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Altplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich. Ein Ritterschlag für mich. Auch abonnieren und die Glocke aktivieren.